Ich will keine Probleme, sondern eine einsatzbereite Waffe bis Ende Juni. Die letzte einsatzbereite Waffe hatten wir in Korea. Wenn den Militärs absolut nichts mehr einfällt, gehen sie auf die Jagd nach neuen Ideen. Der beste Jagdgrund ist Pacific Tech, ein Forschungsinstitut mit außergewöhnlichen Mitarbeitern. Der absolute Superstar ist Chris Knight. Haben Sie ein Sprudelbad? Selbstverständlich. Er spielt mit den Gesetzen der Schwerkraft. Sind Sie denn noch zu retten da draußen? Ich schwebe etwas. Seine Spielereien sind alle stark Nobelpreisverdächtig. Er ist einer der besten Köpfe unseres Landes. Kopf weg! Sein Intelligenzquotient ist höher, als die meisten zählen können. Ich halte nicht aus. Sie hat den tollsten Körper, den ich im Leben gesehen habe. Sie ist zufällig meine Tochter. Oh, das ist wirklich ein Zufall. Aber als Chris die sensationellste Erfindung des Jahrhunderts macht, das ist es. Wollen seine Kumpel die Anerkennung. Du bist nicht mehr die Nummer eins, kapiert? Sein Professor will den Ruhm ernten. Hallo, passen Sie auf. Und das Militär will seine Entdeckung als Superwaffe einsetzen. Das ist nicht in Ordnung. Chris muss zum Gegenschlag ausholen. Und er weiß auch schon genau wie. Alles bereit für den Einsatz. Er macht ihnen klar. Verstanden. Das Außentor öffnen. Was er wirklich ist. Das muss ein Genie sein! Was für ein Genie. Der Laser funktioniert nicht mehr richtig. Er bringt keine Leistung. Das ist alles. Ja! Was für ein Genie. Number one is a hard time in the making.